レーダー放電なりを見せてくれと言いますから、このレーダー放電というのはここのところのあれでこの叩くとき、はじめこれで始まっていくから、こうポンポンってこういう叩くわけなんですよ。このホフプロイハウス、はい、ホフプロイ。München, bayerische Landeshauptstadt, Millionendorf und Touristenmagnet. Und mittendrin im Herzen der Stadt das Hofbräuhaus. Erster Anlaufpunkt für Besucher aus aller Welt. Die niedere Schwemme, die täglich zur Mittagszeit von Besuchern quasi überschwemmt wird. Marlen Franek hat dann alle Hände voll zu tun. Seit 2 Jahren arbeitet die 26-Jährige im bayerischen Biertempel. Zwei Weißbier noch? Die Massen hier auch. Sag ich mal, auf einmal alle kommen, die wollen ja alle bedient werden und die haben alle Durst und die haben alle Hunger und deswegen muss auch relativ flott alles gehen, ja. Verdienen Sie auch mehr Geld, je schneller Sie sind? Je mehr Umsatz macht man und je mehr verdient man ja dann auch. Viel Bier heißt viel Umsatz, heißt viel Geld verdienen. Das will auch Sonja Bratki. Heute ist ihr erster Tag als Kellnerin im Traditionshaus am Platzl 9. Sie haben heute Ihren ersten Arbeitstag bei uns. Herzlich willkommen zunächst. Wir gehen rüber ins Besprechungszimmer. Ich habe Ihre Unterlagen schon vorbereitet. 9,20 Euro verdient die 19-Jährige pro Stunde. Das große Geld kommt später mit der Umsatzbeteiligung und den Trinkgeldern. Und die fallen hoch aus, wenn die Dienstkleidung gut sitzt. Frau Bratki, darf ich Ihnen das Dirndl überreichen? Hab die Bitte, bevor wir jetzt mit der Hausführung starten, dass Sie das Dirndl anprobieren. Ich habe nur die Bitte beim Anziehen darauf achten, dass die Knöpfe nach vorne sind, nicht nach hinten. Ja. Weil es in früheren Zeiten schon vorgekommen ist, dass die Dirndl falsch rumgetragen wurden. Klaus Seidenspinner Freund ist Serviceleiter und personifizierte Hofbräuhaustradition in einem. Er kennt alle Tricks und Tipps, die für Nachwuchskellnerinnen überlebenswichtig sind. Ganz wichtig hier, wo ich auch jeden drauf vorbereite, ist, unterschätzen Sie nicht die Lautstärke. Der größte Stressfaktor hier im Hause sind nicht die Gäste oder die Arbeit etc., sondern die Lautstärke. Und die macht sehr vielen zu schaffen. Man muss einfach abschalten irgendwie, also den Hintergrund ausblenden und dann sich halt konzentrieren können auf das, was man dann macht. Und sehen Sie das? Glauben Sie, das funktioniert dann so? Ja. Blasmusik, Schunkelparade und flüssige Grundnahrungsmittel. Das wohl berühmteste Wirtshaus der Welt trifft den Geschmack der internationalen Massen. Tetsu Tanimura führt seit 21 Jahren japanische Reisegruppen durch München. Elementarer Bestandteil der Stadtbesichtigung, der Biertempel, dessen Namen fast ausnahmslos jedem Japaner ein Begriff ist. Dafür ganz München nur wenige Stunden Besichtigungszeit eingeplant sind, muss der 62-jährige Fremdenführer die diversen Wirtshaustraditionen im Schnelldurchlauf abhandeln. Die Kundschaft ist am traditionellen Schuhplatteln stärker interessiert als an bayerischen Kulturdenkmälern. Für Japaner ist wichtig oder nicht wichtig, weil es berühmt ist. Das ist Nummer eins. Wenn es nicht berühmt, kommt keine Touristen. Ja? Hofbräuhaus ist gut informiert in Japan, dann alle wollen Hofbräuhaus. Und das kriegen sie dann auch. Aber bitte schnell. Die Zeit drängt, denn neben dem eigentlichen Gemäuer aus dem 17. Jahrhundert sollen schließlich auch die kulinarischen Besonderheiten der bayerischen Kultur getestet werden. Herr Tanimura, wie ist denn das normalerweise? Wie viel Zeit haben Sie denn überhaupt? Wir wollen alles sehen. Wir haben Zeit. Wir haben nur 24 Stunden pro Tag. Ja, leider. Und ich möchte da zeigen und wichtige Dinge. Und auch Bier wollen wir trinken. Da muss man ein bisschen zack, zack gehen. Die privaten Bierkrüge der Stammkunden sind zack, zack, erklärt. Der Japaner staunt, typisch japanisch. Wie viel Bier verträgt denn ein durchschnittlicher Japaner? Das muss ich Japaner fragen, weil ich selber ziemlich viel. Okay? Mein Rekord ist 6 Maß. 6 Maß? Mein Rekord, ja. Ich frage, okay. Bier war seitdem noch nicht. Donokurai noch mehr Maska? たくさん飲んだ時で 2リッター。2リッター。オッケー。3リットルです。ああ、レコードや3リッター。
1リットルぐらい。1リットルぐらい。1リットル。で、1リッター。恥ずかしくて言えません。たくさん飲む？キリンビールだったら1ケースくらい。1ケース。ジー・ザ・フィジー・ジー・シェムジー・デスベゲン。ジー・ウィル・ニッツ・アゲン。Dabei muss sich in Bayern eigentlich niemand für seinen Bierkonsum schämen. Schließlich sichert das Trinken auch Arbeitsplätze. Speziell einen Beruf, den japanische Touristen bestimmt entzückend finden. Bierfahrer. Dreimal pro Woche bringt der 49-jährige Heinz Schwab Nachschub für die Zapfhähne. Und zwar in Mengen, die eher an die Benzinlieferungen deutscher Autobahntankstellen denken lassen. Wir haben hier 9 Tanks, 5 Tanks mit 6.000 Liter und 4 Tanks mit 4.000 Liter. Wie viele Liter kommen heute noch mal an? Es kommen 100 Hektoliter, also sprich 10.000 Liter Bier, werden heute angeliefert. Also 10.000 Maß können heute getrunken werden? Die können heute getrunken werden, ja. So, Frau Bratke, wir befinden uns jetzt in der niederen Schwemme. Und ich werde Ihnen jetzt die Schankanlage erklären, wenn Sie mir einfach folgen würden. Ich stecke Ihnen den Schlüssel rein und bitteschön. Ein Maß. Die Befüllung der berühmten Maßkrüge wird elektronisch geregelt. Jedes Glas muss später gleich voll sein, auf dass es keinen Neid unter den Gästen gibt. Jetzt gerade? Und jetzt ein bisschen nach unten ziehen. Genau. Abstellen. Dann folgt für Sonja die erste Prüfung. Dienst am Stammkunden. Wunderbar. Ja, das ist ja gut. Die Nachspeise hat sich auch gut an, das ist ein Topfgefühl. Das ist was für die Schleckerbällchen, die Nachspeise. Die nachher hin. Mhm. Genau. Ja. Sonst haben wir Schweinsbraten oder Haxen oder Würstel. Und wie lange seid ihr jetzt schon hier? Heute der erste Tag, oder? Ja, der erste Tag. Der erste Tag, wir kriegen auf einen Einstand und auf ein gutes Gelingen. Ja. Den merke, einen Grund zum Trinken gibt es hier immer. Im Laufe des Abends werden deshalb wohl noch ein paar anzüglichere Gespräche auf Sonja zukommen. Aber empfindlich darf eine Hofbräuhausbedienung nicht sein. Es ist freundlich sein, wenn man noch so viel Stress hat, glaube ich. Also, dass man das nicht an den Leuten auslässt, sondern dass man dann ja, noch immer freundlich ist und offen ist und auch die Zeit findet, mit denen zu reden, glaube ich, dass das sehr schwer wird. Gelassen bleiben in Stresszeiten. Das kann Johann Weingartner mittlerweile perfekt. Im Herzstück des Hauses ist er seit 5 Jahren Produktionschef. Bei 3.500 Essen täglich ist der reibungslose Ablauf ein Muss. Die Herausforderung hier im Hofbräuhaus ist, weil es das größte Wirtshaus der Welt ist. Es gibt kein größeres. Es fängt bei der Logistik an und den ganzen Drumherum. Das ist natürlich schon eine Riesensache, die täglich einen fordert, mehr als irgendwo anders. Aber das ist vielleicht eben der Reiz. Das Hofbräuhaus will günstig sein und hat mit die niedrigsten Preise in der Innenstadt. Gekocht wird klassisch. Pommes sucht man vergeblich auf der Karte. Gut ist, was bayerisch ist, auch wenn die Küchenhilfen nicht selten aus Fernost kommen. Hier oben ist ein Lautsprecher. Und der hört das zum Beispiel einmal Schweinebraten oder dreimal Schweinshaxen. Und dann wird es runtergeschnitten, sofort auf den Teller belegt und dann geht das aufs Band. Dann geht die Post ab nach vorne zur Ausgabe. Der Küchenoutput ist spektakulär. Im Jahr verspeisen die Gäste rund 16.000 Händel, 400 Tonnen Fleisch, 200 Kilometer Weißwurst, 160.000 Knödel und 188.000 Brezen. Und bei bis zu 30.000 Kunden täglich muss die Auslieferung auch noch schnell gehen. Hier ist die Endreise der Essen. Sie werden mit dem Bon belegt und werden dann am Pass nach vorne gestellt. Und zur Ausgabe nach oben. Vorsicht, nicht gerade. Und so wird das vom Kellner oder von der Kellnerin draußen abgeholt, dass bereit ist. Wie lange muss denn der Gast in der Regel auf sein Essen warten? In der Regel, das liegt natürlich schon am Gericht, aber eigentlich nicht lange bei uns. Es handelt sich hier nur um Minuten. Voraussetzung, die Bedienung mimt den Lastesel. Wie viel Essen müssen wir jetzt holen? Moment, mal kurz rechnen. Das sind 4, 8, 9 Essen. Nee, das passt leider nicht alles auf dem Tablett, sonst würde ich alles mitnehmen, aber so muss ich leider zweimal laufen. Ungefähr 10 Kilo mehr sind das. Aber machen Sie da spezielles Bodybuilding-Training dafür? Braucht man nicht, hat man hier das Training.
mein Gott. Oh mein Gott, ja. 7 Mittagessen plus Beilagen auf einen Streich. Mit solch rückenschädigenden Kabinettsstückchen erfreut die Belegschaft die Gäste, die so eine Leistung oft mit hohem Trinkgeld belohnen. Weil fest beim Hofbräuhaus angestellte Bedienungen zusätzlich zum Stundenlohn von 9,20 Euro noch mit 9% am Umsatz beteiligt sind, ist der Knochenjob heiß begehrt. Heiß begehrt bei der japanischen Touristengruppe der Biergarten im Innenhof des Gebäudes. Reiseführer Tetsu Tanimura weist die Touristen hier in die 3 Lebensgewohnheiten der bayerischen Ureinwohner ein. Lektion 1, trinken. Lektion 2, singen. Ein Prosit, Moisa. Ein Prosit. Ein Prosit, nochmal. Ein Prosit. Der Gemütlichkeit. Der Gemütlichkeit. Ein. Der Gemütlichkeit. Auch akzentreiche Trinkgesänge werden im Hofbräuhaus gerne mit Blasmusik unterstützt. Weltoffen und gleichzeitig der Tradition verbunden, wie aus dem Lehrbuch. Bleibt noch Lektion Nummer 3. Weißwurst essen, ohne sich lächerlich zu machen. Die Bayern genießen, so heißt es, von der Hand in den Mund und zuzeln das Brät geschickt aus der Haut. Eine Methode, die viele Weißwurstfreunde als die einzig wahre gelten lassen. Selbst nach geballten 21 Jahren Reiseleitungserfahrung eine Übung, an der Tanimura immer mal wieder scheitert. Keiner machen, so habe ich gesagt. Zufällig, nein, 10 ist falschen Platz gekommen. Und kann man so zurückzählen, gell? Die japanische Reisegruppe scheut die Schmach und greift zum Anfängerbesteck. Für Stäbchenesser immer noch eine Herausforderung genug. Auch sonst sind die bayerischen Essgewohnheiten ein fortlaufendes Rätsel. Vom Geschmack der Wurst mal ganz abgesehen. Was haben Sie gerade erklärt? Ja, er wollte beinahe diesen Wasser austrinken. Ich musste dann stopp, das ist keine Suppe, habe ich gesagt. Ja. Jeden Morgen um 5 Uhr früh startet Robert Koller in der hauseigenen Metzgerei mit der Weißwurstproduktion. Herr Koller, was kommt denn in die Münchner Weißwurst? Also speziell in unserer Münchner Weißwurst haben wir Kalbfleischabschnitte von hoher Qualität und Schweinefleisch von hoher Qualität, also nimmt man bei uns S2. Das wird in verschiedenen Kategorien von 1 bis 10 eingeteilt. Am Schluss kommt eben der Speck und die Griffe. Und wir haben dann Speck drin. Und sonst haben wir eigentlich gar nichts drin in der Weißwurst. Weil es ist relativ vorgeschrieben für die Münchner Weißwurst. Wir können nicht recht von der Rezeptur abweichen. Und die Rezeptur ist immerhin 150 Jahre alt. In einer Schicht werden unter anderem 85 Kilo Weißwürste, 80 Kilo Schweinswürste und 90 Kilo Leberkäse nach Originalrezepten hergestellt. Jeden Tag frisch. 7 Tage die Woche. 365 Tage im Jahr. Denn Ruhetage kennt das Hofbräuhaus nicht. Petersilie, Zwiebeln, Lauch und Gewürze nach einer geheimen Mischung kommen als Geschmacksverstärker in die Weißwurst. Nach altem Brauch darf man sie nur bis 12 Uhr mittags essen. Woher der stammt, weiß Metzgermeister Robert Koller. Das war früher von der Verderblichkeit her. Man hat früher nicht die Kühlmöglichkeiten gehabt und der weiße Ware ist sehr empfindlich. Weil die werden nur bei 68 bis 70 Grad gebrüht. Also der geringe Erhitzungsgrad macht natürlich eine geringe Haltbarkeit. Also wenn die lang in der Wärme liegt, dann wird sie erstens mal unansehnlich und wird auch ziemlich schnell schlecht. Auftritt der Stammgäste Hugo Petschko und Rudolf Riedl. Über 120 Stammtische mit ca. 3.500 Mitgliedern treffen sich regelmäßig. Mindestens einmal pro Woche. Ein erheblicher Wirtschaftsfaktor fürs Hofbräuhaus. Im Gegenzug gibt es exklusive Privilegien. Kurz einmal vom Wirt bekommen. Da haben wir halt unsere Bierzeichen drin. Und von den Bierzeichen haben wir das Privileg. Wir kaufen uns 10 Bierzeichen und dann kriegen wir das hat jeder Stammgast
hat eine solche Karte. Und mit dieser Stammgastkarte kann ich auf Kirchweih oben im Saal, lädt er alle Stammgäste ein und die zeigt man her. Und dann kriegt man ein Essen und ein Bier. Und als Stammgast kriegt man das Bier sogar ohne, dass man nach der Bedienung gerufen hat. Dank geheimer Bierdeckelzeichen. Nachwuchskellnerin Sonja Bratki bekommt ihre obligatorische Einweisung. Lässt ihn hier hinten aus und nimmt ihn mit am Platz. Wenn der Deckel auf ist, heißt es, er will was. Er will ein Bier, er will bezahlen, etc. Das Zeichen ganz einfach, Deckel auf. Ist der Deckel geschlossen, ist der Gast glücklich und zufrieden. Dürfte ich Sie mal fragen, wie lange Sie schon Ihren Maßbrück hier drin haben? Das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls schon lang. Ja. Was ist das Besondere für Sie da dran? Weil da bloß ich raustrinke. Ne? Da trinkt niemand anders raus, nur ich. Und könnte ich denn Ihren Maßkrug irgendwann mal erben? Glaube ich nicht. Warum nicht? Ich weiß ja nicht, wo sie wohnen. Ja, und dann gibt es noch ein paar Kriterien, die man da erfüllen muss, bevor man überhaupt also Fach kriegt und einen Krug. Was denn für Kriterien? Stammgast muss es sein, ohne den geht gar nichts. Ja? Und so weiter. Ja? Heute ist das Hofbräuhaus eine perfekt geschmierte Gastronomiemaschine, die seit 1980 von der Familie Sperger geführt wird. Im Hofbräuhaus hat es immer das günstigste Bier gegeben. Und die Brauerei hat nie ein schlechtes Bier gemacht. Die haben immer sehr gutes Bier gemacht. Und insofern war das in München sehr beliebt. Ist ja immer noch. Später ist dann der Tourismus dazugekommen. Den hat es ja also lange Zeit gar nicht gegeben. Oder nur sehr wenig, nur bei sehr betuchten Leuten. Und wie der Tourismus dazugekommen ist, sind natürlich die Touristen auch da hingegangen, wo die Münchner hingingen. Und das über die ganze lange Zeit. Und wissen Sie, warum das Haus so berühmt ist? Berühmt wohl auch durch Stammgäste in Tracht, wie Hugo Petschko, der sich bereitwillig als Fotomodell für Touristen zur Verfügung stellt. No, Chinese. Chin. Yeah. China. From China. Tianjin. Tianjin, no, Shanghai. Shanghai. Yeah. Völkerverständigung à la Hofbräuhaus. Ganz was Schönes, dass man auch mit anderen Nationen beieinander ist. Das gibt es nur im Hofbräuhaus. Das gibt es woanders nicht. Alle Nationen, Spanier, Mexikaner, Engländer, Amerikaner. Und eben die Chinesen. In diesem Fall übt sich der Bürgermeister von Taikang City im Bierkrug-Stimmen. Also die Stadt also in China ist da am meisten deutsche Unternehmen angesiedelte Stadt. Es sind mehr als 100 deutsche Unternehmen in seiner Stadt. Also der findet es sehr toll hier. Der möchte das Habei Hofbräuhaus in China, in seiner Stadt, eine also Tochterladen aufmachen. Und wenn die Hofbräuhausbetreiber nicht wollen, bauen es die Chinesen einfach nach. Man kennt das ja. Es ist 17.30 Uhr. Im zweiten Stock beginnt die Vorbesprechung für den bayerischen Abend. Also guten Abend. Wir haben heute eine neue Kollegin dabei, die Frau Bratki. Die Frau Bratki macht heute eine Gruppe mit beim bayerischen Abend. Und der Herr Barisic, der wird ihr erklären, was sie zu tun hat. Die Gruppe, die Sonja gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Barisic heute Abend betreuen soll, besteht aus 20 Japanern. Sie sprechen Japanisch? Bisschen, ja. Kommt das gut an, wenn der bei den... Ja, da lachen sie, ja. 15 Jahre Dienst im Hofbräuhaus haben ihre Spuren hinterlassen. 19.30 Uhr. Unter dem Motto Bayerischer Abend präsentiert sich das Alpenvolk folkloristisch. Ob Schuhplatteln, Fingerhakeln, Holzhacken oder Zwei-Mann-Sägen, nichts wird ausgelassen. Jeden Abend der gleiche Ablauf. 365 Tage im Jahr.
Nach 6 Stunden Arbeit hat Sonja sich warm gelaufen mit Thomas und versucht Schritt zu halten. Eine Gruppe Norweger feiert hier im Münchner Zimmer und die Skandinavier wollen bei Laune gehalten werden. 8 Kilo versucht die junge Münchnerin zu stemmen. Nicht ganz ohne Folgen. War das jetzt noch zu viel? Ja. Für die Gäste bleiben solche kleinen Malheurs oft im Verborgenen. Oberstes Gebot für die Belegschaft, die Bier- und Feierlaune darf nicht gestört werden. Und damit auch für das leibliche Wohl mit Stil gesorgt ist, bekommt Sonja die nächste Lektion. Nochmal. So. Nimmst du mal. Ja. Da machst du ein bisschen so. So genau. Da tust du dir drauf. Nicht so viel. So. Genau, ja. Und dann nimmst du eine hier. Ist das nicht ein bisschen viel für den Anfang? Nein, das ist 3, das ist ja normal. So, das geht, oder? Gut. Gut, Markus, wir schauen bei dir hinten aus. Alles klar, der Hubert räumt jetzt einmal bitte einen Mittelgang frei, da stehen zu viele Leute, da kommen die Kellner nicht mehr durch. Es ist 22 Uhr. In der niederen Schwemme ist Hochbetrieb. Brigitte Bauer leitet die Gästebetreuung und soll Zwischenfälle vermeiden, bevor sie passieren. Da ist ein Tisch mit Amis oder Engländer. Die werden ein bisschen mit den Maßkrüge auf die Tische hauen. Da bitte ein Auge drauf werfen, weil das Bier schon überschwappt, dass wir die ein bisschen runterbringen von der Stimmung her. Ansonsten ist alles ziemlich okay hier im Vorraumbereich. Ja? Bitte drauf schauen. Kurz vor Schluss setzt dann die große Maßkrugwanderung ein. Wer hier war, möchte sich oft ein gläsernes Andenken mitnehmen. Doch am Ausgang treffen die bierseligen Krugdiebe dann entweder auf Brigitte Bauer oder auf einen ihrer 5 Mitarbeiter. Bitte. Ein schöner Abend wünsche ich euch. Hallo, kannst du bitte deine Ecke aufmachen? Ja, auch bitte. Nee. Das ist so wert, gell? Ja. Haben wir da nicht bezahlt. Ja. Schade. Sehr gut. Nicht dabei. Danke. Kommt sogar zu einem. Hallo? Hallo? Was ist jetzt genau passiert? Ja, einmal also, erwischt worden. Das passiert mal. Sonst klappt es meistens. Das ist halt scheiße gelaufen. Aber was sollen wir machen? Da drüben gibt es einen Hardrock-Café, sag ich mal. Haben Sie es einfach falsch versteckt, oder? Hey. Wahrscheinlich, ja. Da waren zu wenig Leute da. Ne? Wenn Sie es nochmal versuchen? Jeden. Kommt das relativ häufig vor? Immer bei Feierabend. Immer bei Feierabend. Das ist immer Souvenir bei den Amerikanern, Engländern. Sehr beliebt. Aber wir sehen alles. Wo sind denn die beliebtesten Versteckmöglichkeiten? Also von Maßkrügen ist meistens unterm Arm oder sie haben eine Jacke drüber, überm Arm. Weißbiergläser ziehen wir meistens aus die Hosenbeine rauf. Also wie sie es da reinbringen, das ist uns oft ein Rätsel, aber wir können nur lachen drüber. Sonja Bratki hat heute ihren ersten Arbeitstag im Hofbräuhaus. Es ist kurz vor 23 Uhr und der bayerische Abend im Festsaal im 2. Stock nähert sich dem Ende. Allein hier oben wurden in den vergangenen 4 Stunden rund 1000 Liter Bier konsumiert. Unterm Strich gesehen war es also für alle Beteiligten ein gelungener Abend. Es war anstrengend. Aufregend und ja, eine Erfahrung auch wert. Also ich habe jetzt abgerechnet, soll ich noch helfen oder kann ich dann nach Hause? Nein, Sie können nach Hause gehen. Okay. Und wie war es so? Wunderbar, schön. Schön hast du gemacht. Was war denn so wunderbar? Alles. Sie hat alles kapiert, wie das läuft. Prima. Auch in der niederen Schwemme im Erdgeschoss geht der Abend zu Ende. Die Gästebetreuer räumen die letzten Tische. Und Kellnerin Marlene Franek hat Feierabend. Also der Tag, der war optimal, denke ich mal. War okay, war gut. War nicht zu viel, nicht zu wenig. Durchschnittlich. Ich denke, kein Malheur passiert? Mir nicht. Passiert schon mal, dass es runterfällt oder ein Tablett mit Essen runterfällt, ein Glas kaputt geht, aber
heute lief alles glatt. Ein normaler Tag im Hofbräuhaus geht zu Ende. Ab jetzt folgen 2 Wochen Ausnahmezustand. Das Oktoberfest hat begonnen. Eins, zwei, Xufa.